Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was geht's, Loading hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, meine lieben Freunde, und da sind wir wieder mit einem neuen Video. Es tut mir leid, dass gestern kein Video gekommen ist und es heute doch ein bisschen später kommt. Mir ging es gestern nicht gut und heute war ein bisschen stressig auf der Arbeit. So, hab danach ein bisschen gechillt und bin eingepennt. Aber jetzt mache ich für euch das Video. Wie ihr im Hintergrund seht, tun wir gerade einen 100er Helm, Damage Helm plus 9 Switchen mit Segnungen und normalen Switchern. Wir wollen da rein haben, Wind und Teufel am besten. Und natürlich 6er, 7er ist ja ganz klar irgendwie AW. Na, of course. Niedrigrangpunkte habe ich mir auch gedacht, ja, wäre ganz geil, aber ich weiß nicht. Also ich frage mich immer noch, wie tut dieser Boni skalieren, mit was skaliert da, wie viel Damage kann man denn da mehr machen und lohnt sich das überhaupt, ne? Da haben wir zum Beispiel gerade Niedrigrangpunkte bekommen, aber wie gesagt, da ich mir da ein bisschen unsicher bin, sind wir da halt weiter auf AW gegangen. Hat leider hier nicht geklappt. Ne? Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Wir hoffen es natürlich. Ne? Allgemein 6. 7. Switchen ist so eine Sache, finde ich persönlich. Es kann 1, 2, 3 Segnungen dauern oder du böllerst da 15 bis 20 Segnungen drauf und hast es dann vielleicht immer noch nicht. Das sind meine Erfahrungen jetzt mit den Segnungen gewesen. Da haben wir jetzt bekommen 10 Wind und 10 Teufel mit 15 Pfeil ausweichen. Das haben wir auf jeden Fall mal gelassen. Da haben wir nochmal ein paar Segnungen drüber geknüppelt. Und leider wieder nichts. So, da gehen die nächsten 10 Segnungen drauf. Wisst ihr, aber ich meine, da sind jetzt auch schon tatsächlich ein paar Segnungen reingegangen in den Helm. Ich weiß leider gar nicht, wie viele genau. Ein paar waren es auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt 8 AW bekommen. Wenn sowas kommt, fühle ich mich immer voll verarscht. Ich weiß auch nicht, wieso. Und bam, 40 AW und sogar Niedrigrangpunkte. Das ist echt geil. Hier haben wir einen sehr günstigen, perfekten, mythischen Rubin gefunden für 35 Won. Den haben wir geholt, weil wir den lieben Patrick, also Big Boy Zockt daher, am 2.7. seinen 12-Stunden-Stream macht. Leute, einschalten, Link in der Beschreibung. Ich bin auch dabei. No, das war echt smooth Schleichwerbung, finde ich. Den schenken wir dem lieben Patrick zum Start. Genau. Weil so ein Rubin direkt zum Start ist, ist perfekt. Und da seht ihr gerade Phönixbogen auf plus 8 gehabt. Echt geil, ne? So, der plus 9er Versuch. Klappt da oder klappt da nicht? Trommelwirbel bitte. Gefailed, scheiße. Hätte ja klappen können, ne? Aber da lassen wir uns gar nicht unterkriegen. Wir probieren es direkt wieder auf 8 und es hat geklappt. Na, und dann denken wir, komm, weißt du was? Wir haben noch Schmiede. Nochmal Mondstein geholt. Und wieder auf 9 gefailed. Na, haben wir wieder plus 8. Es ging wieder plus 8. Das ist immer so ein Hin und Her gewesen mit diesem Bogen. Na ja, komm. Böller mal jetzt nochmal drüber. Bam, plus 9 die Kacke. Und dann lumpen wir uns gar nicht, haben wir gesagt. Komm, haben wir aufgeladen nochmal und uns 40 Switcher besorgt. Auf der Hoffnung, dass wir so 35 aufwärts bekommen, wäre wirklich geil, haben wir uns gedacht, ne? Weil diesen Bogen können wir dann ins Band hauen. Weil wir haben, zu dem Zeitpunkt haben wir noch ein echt Crap-Band gehabt. Das waren 18% Königsband mit was? 50 bis was? 64 AW oder so. Also es war jetzt wirklich nichts Besonderes. Da haben wir gesagt, ja komm, wir versuchen es vielleicht. Kommt da gute DSS-Werte rein. Und wir können es dann in unser Band hauen. Beziehungsweise ein neues Band hauen. Wir haben gehofft. Gehofft und Daumen gedrückt, ob etwas kommt. Na, bis jetzt sieht es nicht so aus, aber dann plötzlich, bam, 41 DSS aus dem Nix. Sogar mit 3 Blutungsangriff, 20 Untote, 10 ESO. Wirklich, wirklich geil. So, hier seht ihr gerade noch, wie wir einfach ein Titani plus 0 gekauft haben mit den und die restlichen Switcher mal draufgeböllert haben. Aber ach, vielleicht kommt was, vielleicht nicht. Maybe, maybe. Da hätten wir es für ein bisschen teurer verkaufen können. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, das mit dem Bogen hammerhart reingelackt. Wirklich, das war wirklich hammerhart, wie wir da reingelackt haben. Ne? Und haben wir gedacht, haben uns ein 22% Band, waren es glaube ich 22%, wo wir es gekauft haben. Ich weiß es gerade nicht, wie viel Prozent es hatte, wo wir uns gekauft haben. Und haben gedacht, wir uppen es und einfach zweimal hintereinander geklappt. Immer nur 1% draufgekommen. Fand ich pretty lucky, dass es zweimal hintereinander geklappt hat. Allgemein, die Folge besteht aus purem Luck, meiner Meinung nach, ne?
So, und da haben wir dann nochmal probiert, ob es funktioniert. Na, wir haben gedacht, komm, wir haben Phönixbogen neu gemacht. Wir haben 41 DSS geswitcht. Vielleicht gönnt er uns jetzt auch noch direkt ein 25% Band, der liebe Drachengott, ne? Das wäre natürlich richtig, richtig geil, wenn das so wäre, ne? Das werdet ihr aber auf jeden Fall dann sehen. Auf jeden Fall, Punktfaktor ist mit dem Phönixbogen. Manche haben zu mir gesagt, Bau, mach 6er, 7er rein. Da denke ich mir so, Weiß nicht. 6er, 7er da jetzt rein zu böllern, I don't know. Es ist mir irgendwie nicht worth, und dann noch zu switchen. Für den Anfang jetzt, was ich mache, reicht der Bogen so, wie er ist. Und irgendwann später, in einem Jahr oder was weiß ich, wie lange, holen wir uns einen vernünftigen Bogen. Aber mit vernünftig meine ich wirklich vernünftig. Nicht Bogen, sondern einen vernünftigen Ding meine ich. Hilft mir. Band, Dankeschön, nicht Bogen. Der Bogen an sich ist ja vernünftig, ne? Aber ein Band dann mit 6er, 7er irgendwann. Jetzt in dem Moment, auf diese 1, 2% mehr Damage, da was hat er mal mehr bekommen, habe ich geschissen. Bin ich Oh, ganz sorry ehrlich für den zu euch. kurzen Cut. Mein Essen ist gerade gekommen, da muss ich einen ganz kurzen Cut machen. Tut mir sehr leid. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, 6er, 7er bei dem Bogen. Genau, wir holen uns da irgendwann ein gescheites Band, wo der 6er, 7er dann schon drin ist, aber für den Anfang haben wir das nicht gemacht, wollten wir nicht. Weil die Segnungen waren uns dann am Ende nicht wert. Na, so, hier haben wir uns übrigens eine 115er Rüssi gekauft, plus 8, mit 2 KTP, 50 AW und 10 TP, also 6 Wind auch noch dabei. Ganz geil eigentlich. Haben wir uns gedacht, nehmen wir die mit und versuchen da auch unser Glück mal, die auf 9 zu uppen. Na, haben wir auch die 6. 7. auch ein bisschen geswitcht, haben wir auch natürlich auf AW gehofft. Und jetzt seht ihr die komplette Upsession von diesem Panzer. Plus 9, leider gefailt. Na, dann probieren wir auch wieder 8. Wir haben ja noch ein paar Schmiede. Plus 8 geklappt. Da muss man natürlich nochmal kurz einen Mondstein reinshoppen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben die 4 Won gekostet. Aber gut, Leute, ich lasse euch diesen Abversuch noch genießen. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Euer Lack DMG würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Ciao.